Hallo, liebe Leute, willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Wir sind beim letzten Boss in den Schwarzfels-Tiefen, dem Imperator Dargran Taurissa. Ja, da gibt es eine interessante Lore-Story zu, die ich jetzt so nicht kenne, aber ich weiß, dass es sie gibt. Ich bin außer Reichweite. Ernsthaft, ernsthaft. Oh mein Gott, ey. Ich fass es nicht. Ich wäre mir übrigens nicht sicher. Ich dachte mal, der ganze Raum kommt hier, wenn man den Boss pullt. Das heißt, man muss es eigentlich vorher clearen, aber anscheinend ist dem nicht so. Knappes Race. Immer ein knappes Race. Aber wir haben aus dem Raid gar nichts bekommen. Gar nichts. Na gut. War aber ein schönes Erlebnis. Interessant mal jemanden zu treffen, der so gut equipped ist wie der Aden, der andere Krieger, den ich da hatte. Am Anfang dachte ich, das wäre der Tank, der bei den Ads so viel Schaden gemacht hat, aber es war echt ein Krieger, ein anderer Krieger. Aber ihr habt gesehen, Level 60, der hatte echt gutes Equipment, hatte die gleiche Waffe wie ich in der MS-Pack. Ich weiß nicht, vielleicht ist die MS-Pack wirklich besser, um Damage zu machen, aber ich habe halt für mich gemerkt, wenn ich diese beiden epischen Waffen tragen kann, irgendwie gefühlt beim Leveln, macht das mehr Wumms. Ich weiß nicht, warum. Und natürlich ist er Level 60, hat mehr Abilities zur Verfügung. Hat noch das Level 60 Talent hier. Ja, also da kann man auch mal überlegen, was das alles noch bringt. Also er hatte schon dezente Vorteile, auch durch diese Level mehr. Auch selbst wenn es im Verhältnis gesetzt wird und sich die Mobs anpassen. Den Level. So. Vergebener Stolz. Dies hier ist eigentlich eine alte Orkstadt. Eine der ältesten in Azeroth. Also, das war sie, bis die Oger uns herausgedrängt haben. Die heutige Horde weigert sich, von Ogern besiegt zu werden. Meine Truppen und ich haben die Stadt mit Gewalt eingenommen und die Oger, die einmal hier gelebt haben, arbeiten jetzt als Sklaven. Jetzt fängt die Arbeit erst richtig an. Ihr seht stark genug aus, aber ich will Beweise. Tötet einen der Oger, die uns immer noch belagern und kehrt zu mir zurück. So einen Beweis kriegst du, mein Freund. Wieder auch nur eine einzige Quest, die wir hier bekommen haben. So, für den Anfang. Aber okay, er wollte ja auch Beweise. Ich muss näher ran. Ich werde sogar zwei töten. Das ist so weit entfernt. Auf der einen Seite gibt es immer sehr viele Oger, wenn ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel hier wie hieß das Gebiet denn nochmal? An Düstermarschen denke. Brackenwall. Ja, das waren ja viele Oger. Das war ja sogar eine Ogerfestung, wenn man so möchte. Ein Ork war da drin. Ihr erinnert euch, die haben alle so komisch gesprochen. Die konnten alle kein richtiges Azerotisch. Ich weiß es nicht. Mitten ins Herz. Wir haben keine Hoffnung, die Minen von Nezhegarde von der Allianz zurückerobern zu können. Wenigstens noch nicht. Nezhegarde wird gut verteidigt und ihre Nachschubrouten sind bewährt und stark. Unser Ziel ist es daher, ihre Wirtschaft zu schaden. Wir können die Mine nicht mit Gewalt einnehmen, aber mit präzisen Einschnitten können wir die Wirtschaftlichkeit der Mine stark einschränken. Ich werde dafür sorgen, dass meine Leute vor der Mine ein Ablenkungsmanöver durchführen. Geht nach Osten, schleicht euch in die Mine und sprecht mit Ophelian Dane über eure Rolle oder Ophelian Dane. Und da gibt es jetzt noch eine Quest, noch eine weitere.
Das wird hier eine dieser Minen sein, die wir rein müssen. Luktar! Ogergefechte. Ich habe eure Handschrift da unten gesehen, Tauren. Wie würde es euch gefallen, noch weitere Oger zu jagen? Wir haben nur diejenigen versklavt, derer wir habhaft werden können. Die meisten starken Oger brüten immer noch im Schreckensfelsposten und planen unser Ableben. Unsere Wachen können vereinzelte Angriffe aus dem Hinterhalt abwehren, aber wir haben uns noch nicht gut genug verschanzt und würden unter einem gut geführten Angriff schnell zusammenbrechen. Geht nach Süden zum Schreckensfelsposten und überbringt eine Nachricht. Tötet die stärksten Oger, bevor sie auf dumme Gedanken kommen. Okay, aber ich werde jetzt erstes mal zur Mine gehen. Ja, die können hier nochmal weiterfighten. Mit denen werde ich mich jetzt nicht anlegen. Das sind diese vereinzelten Angriffe, von denen er gerade geredet hat. Auch immer noch auf der Suche nach dem Skorplönchen, den ich hier hoffentlich nachher noch irgendwann finden werde. Kann vielleicht wirklich so ein selteneres Pet sein. Wir werden sehen. Hier ist jetzt gerade nix, kein Pet. Ist das das angekündigte Ablenkungsmanöver? Mine von Nethergard. Erinnert mich stark an die Mine auf der Netherschwinginsel da, wo wir so lange immer die Dailies gemacht haben. Was wir bis heute noch nicht abgeschlossen haben, da sind wir bis heute nicht ehrfürchtig geworden. Also das war im Endeffekt ein Fail, wenn man so möchte. Aber es dauert halt echt Ewigkeit lange. Ich hoffe, das ist jetzt hier richtig. Wir müssen echt tierisch weit in die Mine. Dort ist er. Ophelion Dane. Ein Schurke natürlich. Was ist? Endlich lässt sich mal ein Verantwortlicher blicken. Ich hoffe, ihr habt euch locker gemacht. Zeit für ein kleines Tänzchen, Partner. Okrilla möchte uns Nicht-Orks nicht in der Stadt haben, doch hält es sie nicht davon ab, uns für sie arbeiten zu lassen. Aber das macht nichts. Ich bin ohnehin viel lieber hier draußen. Alles meins. Überall in dieser Höhle findet ihr unbewachte Erzhaufen, die nur darauf warten, dass man an ihnen herumfuscht. Am liebsten würden wir das Erz natürlich stehlen, aber dazu benötigt man Minenwagen, Schutz und Arbeiter. Drei Dinge, die wir nicht haben. Also werden wir stattdessen die Schürfarbeit mit ein wenig hochgradig ätzender Säure vereiteln. Nehmt diese Flasche vorsichtig und träufelt den Inhalt auf diese Erzhaufen. Dann werden wir das Erz nicht haben können, sollten sie es... denn wenn wir das Erz nicht haben können, sollen sie es auch nicht haben. Sieg. Wählt euer Schicksal. Es kostet die Allianz ungefähr 50 Goldstücke, einen Minenarbeiter auszubilden, 200, um einen Ingenieur auszubilden und 300 für einen Vorarbeiter. Jeder Allianz-Dummkopf, den wir töten, ist nicht nur ein militärischer Sieg, es ist auch ein finanzieller Sieg. Jetzt geht dort hinunter und vernichtet ihre Arbeiter. Denkt dran, Geduld und Disziplin. Geduld und Disziplin. Diese Quest habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht. Das ist der Vorarbeiter, der 300 Gold kostet. Das ist auch mal eine interessante Rechnung. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich muss näher ran. Hier ist noch ein Erzhaufen. Falls ich das vergesse. Schwarzwaldstiefen Gefängnisblock. Oberes Viertel, so zack. Es gab ja auch noch UBRS, aber das hat man ja heraufgesetzt, das gibt's nicht mehr. Also nicht für dieses Level. Oder OBRS war es, ne? Obere Schwarzfeldspitze. Das ist ja untere Schwarzfeldspitze. Da bin ich mal früher schon durcheinander gekommen. OBRS und UBRS. Under Blackrock Deeps? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht, wie das genau hieß. Es war auf jeden Fall UBRS und OBRS, wurde es abgekürzt.
bevor ich mich jetzt mit irgendwelchen Abkürzungsversuchen lächerlich mache, lasse ich das lieber ganz bleiben. Ich weiß nämlich auch zufälligerweise, dass zu Anfang von WoW ich und meine Freunde immer den Rogue, also die englische Bezeichnung für Schurke, immer Rouge ausgesprochen haben. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zählen lassen. Bis wir es dann irgendwann gepeilt haben. Ich kann das nicht angreifen. Dass der Rouge nicht der Schurke ist, sondern wenn die Farbe rot, ne? Rouge heißt rot, glaube ich. Auf Französisch? Ich glaube, Rouge heißt rot auf Französisch, aber ich glaube, ich kenne das nämlich als Roulette, dass man da Rouge. Rouge und Noir. Schwarz und Rot. Rot und Schwarz. Rouge für Rot und Noir für Schwarz, aber auch da bin ich mir nicht ganz sicher. Also alles ohne Gewehr. Bam. Das ist zu weit entfernt. Nochmal die ätzende Säure benutzen hier. Ich brauche ein Ziel. Ingenieure brauche ich nicht mehr. Minenarbeiter auch nicht. Ich glaube, mit der bin ich durch mit der Quest. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Okay. Wollen wir mal ein bisschen die CDs zünden, um die schneller zum Ableben zu bringen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Meine mittlere Maustaste spackt übrigens ein bisschen rum. Heißt da, ich weiß nicht warum, in letzter Zeit mit den Mäusen habe ich es echt nicht mehr so. Also da ist es bei mir wirklich so, dass ich dann einen Verschleiß habe. Der ist nicht mehr feierlich. Früher habe ich eine Maus für 8 Jahre gehabt. Mittlerweile brauche ich die Maus irgendwie gefühlt jedes halbe Jahr neu. Und das kann es ja dann auch nicht sein. Hoffentlich ist das wichtig. Ja, Schicksal. Unsere Zeit wird kommen. In den Berg hinein. Die nächste Phase findet an einem noch tiefer gelegenen Ort in der Mine statt. Sprecht mit Tal-Akril, beziehungsweise mit Tak-Aril, oder Tak-Arli, Arili, Tak-Arili, Tak-Arili für eure nächste Aufgabe. Folgt einfach den Schienen der Minenwagen nach Südosten um die Kurve herum. Ihr werdet ihn am Eingang zu den höher gelegenen Kammern der Mine sehen. Es wäre mir ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Fürchtet die Lebenden. Also wohl diese Schiene hier. Nein! Oh Gott! Gosh, Gulli. Hallo! Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Meine Güte. Könnte auch diese Seite sein. Südosten, ne? Das ist diese Schiene sowieso. Dann war es ganz gut, dass wir das gemacht haben. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist denn los? Als ob ich besoffen wäre. Unfassbar. Ich bin außer Reichweite. Das kannst du ja niemandem erzählen. Ich bin außer Reichweite. Desorientiert. Das ist zu weit entfernt. Ja, hier bin ich jetzt wenigstens richtig. Wenn er mir jetzt. Wollte gerade sagen. Na gut. Liebe Leute. Mit diesem kurzen Rage am Ende beende ich jetzt an dieser Stelle
den Part. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und dann sprechen wir mit Takaril oder Takarilli heißt er ja eher. Und wir werden dann hier mal weiter die Mine erforschen. Bis dahin würde ich sagen, wir hören uns morgen wieder. Und ja, macht's gut, bis dahin. Ciao.